Prayer Session. Prayer, Worship, Community. Hab mir ein gutes Thema rausgesucht vor Weihnachten und ich wollte eigentlich eine coole Einleitung machen, aber wo ich mich dann vorbereitet habe auf das Thema, ist mir ein bisschen bewusst war, okay, das Thema, da könnt ihr 2 Stunden drüber reden. Deswegen lassen wir schön die Einleitung weg und fange direkt mit dem Thema an. Und das heutige Thema ist Power of God's Word. Also sprich, es geht ums Wort Gottes heute. Der Grund, warum es heute ums Wort Gottes geht, war der Clay, also nach dem Input, erst ja, mitkriegen. Genau. Läuft die PowerPoint? Schwarz, okay. Also, genau. Also die Bibel, also es geht ums Wort Gottes, das steht alles in der Bibel, alles in dem fetten Buch hier und über das möchte ich kurz reden. Am Anfang möchte ich kurz sagen, warum es wichtig ist, überhaupt mal die Bibel zum Lesen oder wie wichtig das tatsächlich ist. Nur kurz, wir sind da so viele Bibelstellen, Clay, Komma und Zitate und wie auch immer, deswegen haben wir mal auf ein paar beschränkt, ist trotzdem immer noch viel Woche. Dann aber hauptsächlich möchte ich darauf eingehen, wie kann man Bibel lesen und wie kann ich es für mich anwenden. Und genau, ich fange einfach direkt mal damit an, was sagt die Bibel eigentlich über sich selber? Und in Hebräer 4 können wir lesen, denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Also, ihr könnt schon im ersten Satz lesen, das Wort Gottes ist nicht tot und es ist kraftvoll. Also das Wort mit einer Waffe verglichen. Ich habe direkt nochmal ein Zitat rausgesucht. Finde interessant, auch Leute, die nichts mit dem Glauben und nicht einmal christlich sind, haben sich auch zur Bibel geäußert. Zum Beispiel Gandhi, kennt ihr bestimmt alle. Und er schreibt über die Bibel, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genügend Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Weltfrieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur wäre und sonst nichts. Ich finde es ziemlich interessant, die Bibel, das Wort Gottes, das wird immer verglichen mit einer starken Waffe. Also das ist nichts irgendwas Schwaches, was man mal nicht mehr kann, wenn es uns langweilig ist. Nee, da ist wirklich Macht und Power dahinter. Also mir haltet hier Buch in der Hand, das ist nicht nur tot, oder nicht tot, sagen wir so, und stark. Deswegen reden wir heute darüber. Und ich mache gleich weiter mit der nächsten Bibelstelle. Ist cool, dass da sehr viel Power dahinter steckt, aber was nützt uns das? Wir können das ja lesen und dann denken, wow, okay, cool. 2. Timotheus 3. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. Also die Bibel ist geschrieben für uns. Die ist an uns adressiert. Die ist einfach, ja, die Worte hat Gott uns gegeben, dass wir wirklich im Glauben wachsen können, weiterkommen können, dass wir die Wahrheit erkennen. Sorry, es geht weiter mit Zitate. Ich habe so viele gute gefunden, habe ein paar rausgesucht. Genau, das nächste ist von einem katholischen Theologe. Mit den Psalmen der Bibel ist es wie mit Brot. Über Brot kann man diskutieren, man kann es analysieren, chemischen Bestandteile auflösen. Doch nur dem, der das Brot isst, gibt und stärkt es das Leben. Also sprich, wir müssen wirklich die Bibel in unser Leben integrieren. Ist ja oft so, die Bibel wird so diskutiert, ja, stimmt es wirklich, was da drin ist dort? Manche sagen, na, gibt es 100 Belege dagegen? Manche sagen, da gibt es 1000%, stimmt es? Aber uns ist auch klar, wenn ich in der Bibel in die 3. Seite schaue, da ist schon der erste Angriff aufs Wort Gottes. Also die Schlange sagt schon in Genesis, hey, ist das wirklich wahr, was Gott sagt? Und das wird uns ja immer, das trifft uns immer wieder. Und
die Wahrheit wird immer angegriffen. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir wirklich den Wert erkennen, was in der Bibel steht und in unser Leben anwendet. Jetzt kommt wirklich das letzte Zitat, das ist auch noch gut. Das ist von Hieronymus. Das ist auch ein katholischer Theologe oder Kirchenlehrer. Genau. Der schreibt: Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wer die Heilige Schrift nicht kennt, der kennt weder Gottes Kraft noch seine Weisheit. Die Schrift nicht zu kennen, heißt Christus nicht kennen. Also von dem her, größte Motivation, mal das Buch näher zu betrachten. Und jetzt möchte ich alles nur, jetzt habe ich zwar viele Zitate gebraucht, jetzt müsste ich kurz nur zusammenfassen, was das für uns bedeutet oder was das für einen Vorteil hat, wenn wir wirklich das Wort Gottes hören oder uns damit beschäftigen. Also, wenn wir das Wort Gottes leben, dann ist das wahre Jüngerschaft. Also, wenn wir das Wort hören, im Wort bleiben und durch das Wort leben. Wir werden die Wahrheit erkennen. Also, das haben wir vorher in Timotheus gelesen. Ihr werdet gelehrt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Was auch sehr wichtig ist, wir werden Gott erkennen. Also, wir werden wissen, wie Gott ist. Weil ich habe viele Freunde, die lesen zum Beispiel ein Buch über Steve Jobs oder irgendwelche andere Vorbilder, die irgendwas erreicht haben im Leben. Und einfach um die Vorteile oder was die einfach so gemacht haben, warum die so erfolgreich waren, das so aneignen und das erkennen. Und wer unser größtes Vorbild ist, ist natürlich hinter uns Jesus. Und auch durch das Lesen. Wir können einfach Gott kennenlernen und wissen, wie er ist. Ja, natürlich hat es auch positive Seiten für uns. Wir wissen, wer wir sind, wie er zu uns ist. Und das Beste noch, es gibt uns ein Fundament im Glauben. Das können wir noch ein bisschen mehr ein. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil, wie wir die Bibel am besten lesen oder wie wir damit umgehen. Ich höre immer von Bibel so, oh ja, ich will ja eigentlich Bibel lesen, das ist irgendwie ziemlich kompliziert. Checkt doch mal das Zettel, was drin ist dort. Nicht so schlimm. Ich glaube, die Jünger sind genau gleich gegangen, wenn man so eine Bibel lesen. Das sind die Jünger, die kennen Jesus sehr gut, sind jahrelang mit Jesus unterwegs. Jesus macht irgendeine Predigt, die Jünger checken es nicht. Oder wissen auch, hey, was musst du damit? Oder er macht irgendwelche Aussage und alle denken sich bloß, hey, was muss ich damit? Aber das Gute ist auch, Jesus gibt immer ein Gleichnis. Er gibt das Wort so, dass es verständlich wird. Er gibt sich wirklich Mühe, dass es mir begreifen können. Und er probiert es also einfach zu halten, wie es geht. Was auch ziemlich gut ist, bei vielen Gleichnissen, wo Jesus erzählt hat, hat er erst den Menschen predigt und danach ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und hat es denen wirklich nur erklärt. Also in privater Runde. Und das ist schon der erste Punkt, was du machen solltest, wenn du die Bibel liest. Bete erstmal kurz zum Heiligen Geist. Also, wir haben heute nämlich das Privileg, dass Jesus hier nicht immer stört und wir kurz vorher kennenlernen. Wie sieht das aus? Wie hast du das gemacht? Sondern in der Heilige Geist, Jesus ist gegangen, dafür ist der Heilige Geist. So beim Lesen ist das wirklich so, wenn wir erst kurz betet und so. Es muss nur ein Satz sein, kurz zum Heiligen Geist. Sei du, dann zeig mir einfach, was du dann sagen möchtest. Du schenkst den Heiligen Geist. Microsoft, das Kalkulationsprogramm, würde den Fünftklässler gleich sagen, hey, wollt ihr das Programm mit den Zahlen einsetzen, eine Tabelle machen, dann kann ich alle Zähne rechnen lassen, kann die Schriftgröße ändern. Wenn du aber jetzt einen Student brauchst, wie den Praktikum schaffen musst, der sagt, boah, Excel, wie du die Dom los, dann kannst du programmieren, kannst du Funktionen, Makros, alles erstellen. Und das ist der Unterschied zwischen den zwei Personen. Der Fünftklässler, der kennt nur die Oberfläche. Der, der studiert, der ist wirklich
einstiegen zu können. Und der hat wirklich den Wert oder wirklich entdeckt, wo er das mächtiges Tool, was sie da haben, mit dem kann ich richtig schaffen. Und genauso ist es mit ihm. Wenn du so ein bisschen rumlässt, wenn du Telefonbuch hörst, naja, cooler Tipp, Jesus und so, da war mir irgendwie nicht so in die Tiefe gekommen, nicht so viel verstehen. Ist ja auch so, Diamanten findest du selten an der Erdoberfläche. Meistens musst du ziemlich tief graben, bis du so einen Diamant findest. Und so ist es mit ihm lang. Denn wenn du liest, dann haben wir beim Punkt, betrachte das Kleine und betrachte das Große. Dann kennt jemand die kurze Strophe in der Bibel. Ja? Genau. Es gibt ungefähr 30.000 Verse in der Bibel. Und je nach Übersetzung ist das gekürzt. Wieder er weinte, in meiner Bibel, da weinte Jesus, also zwei oder drei Wörter. Und ist so, ihr könnt es kurz überlesen und denkt ihr, okay, der hat einen Tod und wir können uns ein bisschen überlegen, gerade wenn wir die Vorgeschichte kennen, was passiert ist und was danach kommt, dann merken wir, oh, Jesus ist viel ähnlicher uns, wie wir wirklich denken, er ist zwar Gott, aber er kennt uns ganz genau. Bei ihm ist auch ein Freund, er hat auch weinen müssen. Er hat wirklich auch alles drin gemacht, was wir so tun. Und deswegen, in die kleine Sache, wenn man so viele Sachen tritt, dann so viel Erkenntnis drinnen für uns, wo wirklich groß sind. Also versucht auf jeder Seite Jesus zu erkennen. Und dann betrachte das Große. Ja, das ist zum Beispiel, wenn man lese eine Sache, drei Kapitel später kommt irgendwie das Gleiche wieder und dann fünf Seiten weiter rummeln und dann könnt ihr so ein bisschen den Zusammenhang sehen, das Große bisschen, wenn man so, ja, wie Gott zum Beispiel, meistens im Alten Testament, Gott zum Volk oder so. Ja, ich habe schon gesagt, tiefer, in die Tiefe gehen. Aber ich wollte auch ein bisschen geistige Perspektive. Jesus hat in Gleichnissen geredet und die meisten kennen so Symbole wie Hirte, ja, das stellt Jesus da, Schaf, das stellt uns da als Volk. Aber es gibt noch viel mehr und ich denke, die Bibel erklärt sich da schon ein bisschen von selber. Psalm 1, da geht es auch ums Wort Gottes. Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünde geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat in der Weisung des Herrn. Und seine Weisungen nach sind bei Tag gebracht. Er ist wie ein Baum, der in Wasserbecken gepflanzt ist, der zur rechten Zeit hochbringt, dessen Blätter nicht wirken. Also, wenn wir hier lesen, kennt ihr sehr. Ein Mann ist wie ein Baum, also das ist so die Bedeutung davon. Also Jesus spricht da immer in Symbolik. Und Wort Gottes steht dann auch oft für Wasser. Und wenn ihr das noch ein bisschen, dann erkennt ihr manche Bibelstelle an irgendeiner Tiefe oder irgendeiner dieser zweiten Boden. Und natürlich könnt ihr ja die ganze Bibel immer durchlesen, die ganze Symbole rausfinden, oder ihr könnt ins Internet oder schaut mal hinter in eurer Bibel nicht. Da sind viele Symbole erklärt. Wenn man am Liebesbild dabei ist, kennt ihr leider nicht lesen, habe ich ziemlich lang, aber da denke ich mir oft, so geht es mir beim Bibellesen. Und da geht es aber Jesus am Jakobsbrunnen, da trifft er eine Frau und lesen, da kann eine Frau aus Samarien um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihm, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du mich als Jude, eine Samariterin, um etwas zu trinken? Juden verkehren nämlich nicht mit den Samariterinnen. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gegeben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm,
Herr, du hast kein Schöpfgefäß, der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser? Okay. Und dann spricht der Jesus wirklich Wasser, also Wasser trinken kann. Er sagt, ich kann dir lebendiges Wasser geben. Die Frau sagt, du hast ja gar nichts dabei, der Brunnen ist tief. Dann wird es weiter, bist du größer als unser Väter, der uns, unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne? Ja, als Gott. Das hat er wahrscheinlich selber gelacht. Dann Jesus antwortet dir, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, niemals mehr durstig werden. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, der mit Wasser ins ewige Leben fließt. Und dann da sagte die Frau zu ihr, Herr, gib mir diesem Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr herkommen muss, um Wasser zu schöpfen. Sagt sie wieder, ich will nicht mehr zu dem Kunden laufen, also sie kapiert es immer noch. Jesus spricht von einer geistigen Nahrung, das Gebiet aus. Und die Frau sagt immer, eine Welt, ich heiße das normale Wasser. So spüren uns oft auch, ja, wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir einfach die falsche Perspektive drauf, was vielleicht, ja, das ist auch die Sache im Heiligen Geist, dass wir wirklich das erkennen können, was da drin steht. Dann haben wir die Stelle, wenn unser Kapitel lest, fängt an ein bisschen die Frage zum Stellen, ein bisschen tief in den Text nehmen. Viele Fragen an Hilfestellen in den Bibel. Bedauern, okay, was hat mir gut gefallen an dem Text? Oder was gefällt mir gerade? Der Zeigefinger, was zeigt Gott, was würde mir zeigen an dieser Stelle? Dann Mittelfinger, ein bisschen gegen uns gerichtet, zur Ermahnung, was ermahnt Gott uns in diesem Text? Dann Ringfinger, der verheiratet ist, der gelingt, weil es Versprecher gibt. Welches Versprecher gibt Gott uns an dieser Stelle? Oder was verspricht Gott sein Volk? Und dann mit kleinen Finger. Das ist interessant, was für die Umsetzer von dem, was ich lese. Und ich habe einen guten Freund, der markiert seine Stelle nach dem Prinzip, also alles, was er gut findet, ist grün, alles, was er Gott zeigt, ist blau, der Mittelfinger der ist rot, es wird alles seine Farbe, wenn er mal Bibel liest und ein bisschen deprimiert ist, und so denkt, jetzt würde ich gerne nur ermutigende Sache lesen, dann liest er alles grün in seiner Bibel. Stücke mutig ist, dann ist nur das Rote. Und so könnte vielleicht auch mit der Vergebung arbeiten. Wenn wir schon dabei sind, dürfen wir natürlich an der Bibel mitbringen. Wenn die Bibelstelle zeigt, ist mir mit rumholen. Die Stelle markiert, dass ich vielleicht wieder nachlesen könnte. Oder wenn ich Sitzzettel mitbringe, ich schreibe ziemlich viele mit. Vor allem auf dem Handy. Und wenn dann Sonntag ist, der Pfarrer predigt, redet echt gut, ich rede manchmal mit. Man guckt zwar die Oma links und rechts, ein bisschen blöd, wenn man unter der Predigt ein Handy dabei hat, aber wenn es fürs Wort Gottes ist, ist es erlaubt, oder? Nein, sogar für den Pfarrer. Weihnachtsgeschichte an, könnt ihr da mal einsteigen. Und es gibt da eigentlich gute Hilfe, die Bibel lesen.
Schriftsteller gesagt, was am Tag dran ist. Wie das gelingt, gut ist Erklärung dazu. Das Gleiche gibt es vom Alpha, wie die Alpha sind, genau, bei mir auf die Gläser. Es gibt so einen Bibelwürdchen, die Bibel-App. Hier gibt es noch viele, viele andere Apps, wenn man das verwenden kann. Bibelsort ist auch interessant. Da kann man bei Bibelstelle in alle Übersetzungen reingucken, Gleiche und Suche und gucken, welches Wort bedeutet das. Und ist echt interessant. Es gibt auch viele Lieder vielleicht, wo man reingucken kann, die ganze, alle Bibelbücher. Und ja, da gibt es echt viele Sachen, viele Bücher. Aber das Wichtigste ist dennoch, entweder viele Leser bestimmt die Bibel, der Breiter, vielleicht sind ein paar motiviert, wieder ein Schritt anzufangen. Und lieber wirklich anfangen, fangen wir kleine Schritte an. Wirklich jeden Tag ein bisschen was und steigert euch. Also wenn ihr jetzt vor, okay, Montag kommt das Markus-Evangelium, dann steigt man hier. Ja, das wird dann ein bisschen viel. Aber ihr könnt doch langsam einsteigen, euch steigt an. Zum Schluss möchte ich nur sagen, aber wenn irgendwas drin steht, was mir jetzt nicht auf einmal verstanden, das heißt ja nicht, dass es nicht wahr ist. Also, ist ja oft so. Manchmal ist das genau das, was uns trifft, aber wirklich, entdeckt die Bibel für euch. Fangt vielleicht jetzt an Weihnachten an, wenn es mir nett ist, wirklich im Evangelium oder so, kommt dann immer tiefer rein und geht euch ja, auch mit den Entscheidungen an. Bibel zu lesen. Und Zeit haben zum Bibellesen ist auch entscheidend. Also, dass ich 10 Minuten früher Netflix ausschalte zum Bibellesen ist eine Entscheidung. Dass ich im Zimmer auch mit der Bibel ausschalte, ist auch eine Entscheidung.